Kurari Asana. Ausgangsposition ist die Zehenspitzenhaltung. Von hier gib die Hände auf den Boden, die Finger auseinander. Hebe das Becken hoch und gib dann die Knie auf die Oberarme. Hebe die Füße hoch und halte die Füße weg vom Gesäß. Das ist Kurari Asana, auch genannt Bakasana oder Kakasana oder auch Kurakala Asana.